So, willkommen zurück im nächsten Part des nicht mehr Single, sondern Multiplayers mit Alex immer noch, der wieder in der Ecke rumsneakt und mich gerade totschlagen will. Mann. Ist gleich Kartoffeln. Okay, und ach ja, hallo aus meiner Seite her. Ich nehme zwar nicht auf, aber egal, ich mache die Fackeln nur kaputt. Ja, toll. Perfekte Mitarbeit, wie immer. Ah, Dias. Ja, ich habe die Dias voll erhöht. Ich habe eigentlich nur die Spawn-Tries der Dias. Ich glaube, Standard ist 2 und ich habe die auf 3 gestellt. Aber Brett. Das musste sein. Okay. Was war das überhaupt? Lava. Eine Sekunde lang. Wo hast du die her? Ich hab mir einen Eimer gemacht und jetzt einen zweiten Eimer. Da sollte Wasser rein. Okay, er hat einen Wassereimer. Ah, da unten ist auch schon Wasser. Und Lava. Für was entscheide ich mich? Ich muss sagen, dass die Mengen an Eisen, die ich hier finde, sind auch unverschämt. Und ich habe das Eisen nicht hochgestellt. Auch eine Menge Eisen schon. Ja, nur die Dias, weil man weiß ja, wie selten die sind und das... Let's Play soll ja jetzt nicht 100 Jahre dauern und... Doch, 100 Jahre und länger. Die Musik ist aber mindestens viel zu laut meist. Aua, du bist fast jetzt auch zu laut. Meine Regel ist die Musik viel zu laut und... Lava. Lava, lava. Wo wir schon hier sind? Willst du Goldäpfel machen? Irgendwann mal? Warte. Psst. Mal was verbrennen, was ich nicht will. Warte, bleib mal stehen. Oh, hab schon gedacht, da kommt jetzt gleich Lava rein. Nein, du solltest nur was mitnehmen, was du auch dabei hast. Ja, okay, ich wusste zwar nicht, ob ich es dabei habe, aber okay. Du hast doch Kühe getötet und hast auch Leder und Rindfleisch. Ja, vielleicht. Also ich halte das jetzt für äußerst wahrscheinlich, dass es so ist. man darf es niemals... Oh, ich habe wieder Dias. Nicht wahr. Ich verstehe gar nicht. Ich meine, wenn du den Wert von 2 auf 3 erhöhst, warum hast du auf einmal 30 mal so viel Dias wie vorher? Weiß ich nicht. Ich will auf jeden Fall so viele in Last Survivor haben, wenn das mal starten wird. Ich habe auch überlegt, ob man vielleicht die Dia-Rate hochstellt, aber wenn das so extrem ist, dann ist es wieder doch nicht okay. Kann man die auf 2,5 stellen oder so? Muss mal gucken, ob man da vielleicht irgendwas im... Auch wenn es da nicht mehr... Ja, es wäre schon nett, wenn man mehr Dias finden würde. Hm. Ich guck mal, vielleicht, dass man nicht die Spawn-Tries erhöht, sondern einfach nur die Größe. Also du hast dann da 100 Dias auf einmal spawnen. Nein, mindestens. Aber vielleicht... Dass es dann immer so 8 Stück sind oder so, das, ne? Es sind maximal 9, ja. Du kannst natürlich auch machen, es sollen mindestens 100 Diamanten in einem Teil sein, mindestens. Ah, ich weiß, was das Problem ist. Ich weiß, warum hier so viele sind. Ist mir gerade eingefallen. Ja. Ich habe das so verändert, ne? Ich habe also die Spawn-Price verdoppelt. Nee, einen höher gestellt. Ja. Und dann habe ich aber noch die Dia-Höhe so umgestellt, dass unter 8 keine Dias sind. Das heißt, die vorhandenen Dias verteilen sich jetzt auf der Hälfte der Fläche. Deswegen sind hier so viele. Ach so, das ist unter 8 nur? Nee, über 8. 8 Ach bis so. 16 sind die Dias nur hier in dieser Map. Ah, okay. Also hast du es für 2,58 und nicht... Ja, das kommt dann noch hin. Zum Nachhinein hätte ich die Menge der Dias an sich nicht ändern müssen. Eigentlich habe ich die Rechnung gerade war falsch, aber egal. Nee, vervierfacht. Ja, nee. Doch. Du hast von 2 auf 3 hochgestellt, ne? So, Moment, hinter mir ist gerade... Wo ist denn... Bin gerade mal... ganz professionell aus meinem Aufnahmefenster rausgegangen. Okay, wenn du unbedingt möchtest. Ja, ich musste eben hier bei die Musik leiser stellen. Ich konnte es nicht mehr ertragen.
Ach, und nebenbei, ich habe die Aufnahme eben nicht unterbrochen, als du eine Pause gemacht hast. Das habe ich auch nicht. Okay, dann ist gut, dann ist es nämlich noch synchron. Ich habe nur eine Pause Stille gemacht, damit ich hinterher weiß, wo die, ne, wo der Cut ist. Jetzt fragen sich alle, was hat er gemacht? Wieso tut er sowas? Ist der fertig? Nein. Ist noch was. Ah, das ist Fledermaus. Und da oben ist Gold. Hier ist ein Jumpmap. So. Hier ist noch da Gold. Da kommt ein Creeper auf dich zu. Der auf mich. Der liebt mich. Wow. Der war geil. Der war richtig geil. Du willst nicht wissen, wie hoch ich war, oder hast du es gesehen? Ja, so ein bisschen. Du warst plötzlich aus meinem Bild raus. Ich war irgendwie 5 bis 10 Blöcke hoch, mindestens. Jetzt kommt eine Spinne. Und noch ein Creeper hinter dir. Der will mich auch. Oh, das ist ein... Ah, oh, wow. Das war jetzt Glück. Weißt du, was das war? Das war so ein Creeper mit Effekten. Das war ein Creeper. Ich glaube, es war ein Creeper mit Stärke drauf oder so. Ah. Das macht nämlich Improving Minecraft auch. Es gibt Mobs mit Effekten. Gibt es die nicht im Normalen auch? Ja, aber sehr, sehr selten. Ja, aber es gibt sie. Es ist rein theoretisch möglich. Vielleicht. Krieg ich nasse Füße. Ich auch. Ich will es eigentlich weghaben, aber es geht nicht weg. Es kommt nur noch mehr. So, hier unten ist es schon mal langsam weg. Fuck. Oh, voll den Sprung geschafft. Der war voll schwer. Ich muss jetzt ehrlich zugeben, jetzt ist die Musik zu leise. Oh, Lava. Ganz viel Lava sogar. Nicht nur zu viel. Dias. Oh, schön. Schön. Sehr schön. Reaper. Das verstehe ich jetzt nicht. Aber ich werde damit leben müssen, ah. Lava, wie selten. Und Adamantium an der Lava. Da muss ich direkt mal. Und Adamantium da hinten in der Höhle. Oh, schön. Oh, das wollen wir aber haben. Da. Ich habe auch dein Zeug gefunden. Dein grünes Zeug. Adamantium. Das könnte auch die erst sein. Keine Ahnung, warum die gerade zu grün aussehen. Ja, grüne Dias gibt's auch öfters. Ja, die nennen wir da Smaragde. Ja, man weiß ja nie. Vielleicht sind es auch einfach nur Kohleblöcke. Aber Adamantium ist ja eigentlich das Metall, aus dem Wolverines Krallen sind, oder? Ja. Die ausfahrbaren Dinger da. Ja. Das ist nicht grün. Zumindest ist es normalerweise nicht grün. So, mein Inventar nähert sich einem gewissen Völlegefühl. Ja, meins schon lange, aber es deckt sich immer so weiter höher. Und es leckt. Bei mir nicht. Bei mir fliegt gerade nur eine Fledermaus direkt in die Lava rein. Das macht und kommt sie nicht mehr raus. Und ich habe wieder Dias, nur ganz so nebenbei. Ja, wir sollten gleich ein bisschen zusammenschmeißen. Und nein, du kriegst die Dias nicht.
Doch, ich behalte sie sogar. Bis ich aus dem Projekt aussteige. Und jetzt kommt wieder die Diskussion mit Projekt. Ne? Bis du aus dem Projekt aussteigst, was ungefähr in einer Stunde ist. Nur so ein Gedanke. Das war auch schön. Ich setze die Fackel und irgendwie der Sound, der kommt erst mal 5 Sekunden später. Bei mir leckt es nicht, es leckt nur. Ja. Ja, wahrscheinlich, weil ich so weit weg bin und. Ah, da bist du. Könnte doch das Haus sein, aber du bist auch in der Richtung. Das sagt mir die Minimap. Das heißt, dass ich die bei Last Survivor nicht benutzen darf, ne? Nee, solltest du nicht. Also zumindest nicht mit dem eingeschalteten Radar. Sonst muss ich mich selber disqualifizieren. Wäre ziemlich seltsam irgendwie. Ja klar, am besten wäre es ja auch einfach, sowas zu benutzen, sich dann nicht rauszugehen, freiwillig. Sodass sich alle richtig abfacken, ne? Ich gucke euch mal zu, wie ihr da kämpft, Skelett und du. Ja, das... Was ist hier? Okay. Es leckt so schön. Ich habe so schön keine Fackeln mehr. Ich habe noch 5. Ich habe 32 jetzt. 1000. 5 Millionen. Ganzes Inventar voll, ne? Ganz viele Inventars voll. Der Rest ist irgendwo in dem unsichtbaren Rucksack, den ich noch habe. Rucksack? Ja. Das wäre auch ein Mod, über den man nachdenken könnte. Ah, ein toll, Creeper. Ja. Der Creeper hat einfach ein Dia weggesprengt, egal. Ja, ist egal. Gibt's oft genug, ne? Schöne Dias. Sehr schöne Dias. Folge dir mal ein bisschen und ich glaube, wir können gleich. Wo ist er denn hin? Ich sneaker. Ja, du sneakst. Du darfst mich nicht sehen, du bist mein Gegner. Der Gegner, ich sehe. Nein. Das darf nicht sein. Ab in die Lava. Ja, ich könnte dich jetzt auch in die Lava hauen, weißt du, ne? Ja. Wo war ein Wassereimer? Und ein Lava-Eimer. Okay. Und Dias. Werde gekratzt. Ah, ich sterbe gerade. Danke. Bitte. Habe ich gern getan. was auch immer das jetzt war. Teleportiere dich einfach. Ich weiß schon, du tust es, aber okay. Ernsthaft, warum bin ich jetzt gestorben? Du hattest Verbrennung. Ja, aber warum bin ich jetzt einfach verbrannt? Warum habe ich mich nicht gelöscht? Mein Inventar ist jetzt wieder leer, okay. Weil einige meiner Sachen sind natürlich in die Lava gefallen. Alle Dias unter anderem, ne? Ja, zum Beispiel. Nein, das nicht. Aber mein Schwert zum Beispiel, es ist weg. Ja, egal hier, ich hab... Wie viele Dias hier eigentlich sind? Ich sehe 2 Dias auf einem Schlag hier. 2 Dia-Stränge. Das 2 Dias wäre nicht unbedingt so viel. 2 Dias auf einmal, ja. Das wäre richtig viel. Woher habe ich diese Eisenspitzhacke? Der Bonus, wenn man stirbt, dann kommt irgendwie, dann bekommt man hier Lebensversicherung. Man bekommt auch unter Umständen die Fähigkeit, Fleisch zu essen. Aber nur vielleicht. Manchmal. Mein Eimer ist weg. Mein ganzes Eimer. Eisen ist.
mein ganzes Eisen ist weg, weil ich es in meiner Höhle gelassen habe und in den Ofen getan habe und dann war es weg. Es ist sehr viel Intelligenz dahinter, bestimmt. Sein ganzes Eisen doch. In den Ofen zu tun und dann in den Ofen zu können. Ja, egal. Also das mit der Intelligenz, das leuchtet irgendwie ein. Oh je. Oh, egal, ich hab das Eisen schon dreimal wieder. Boah, es laggt. Aber ich glaube, ich bin auch ein bisschen am Lag gestorben, glaube ich, vorhin. Nur als Rechtfertigung, weil du slash back oder slash tp to your death oder, oder sonst was gemacht hast, ne? Ich hab mich eigentlich zu dir tp't. Okay, du bist nämlich nicht bei mir gespawnt. Du bist da erst. Keine Ahnung. Wahrscheinlich ein Lag. Das ist wahrscheinlich da, wo der Server dachte, dass du wärst. Oder wahrscheinlich schon seit der Minute nicht mehr warst. Wegen in der Lava drin. Keine Ahnung, bei mir läuft es aber flüssig. Bei mir kommt immer alles direkt raus. Dias. Okay. Ich hatte gerade Dias, ne? Da oben ist ein Creeper. Ja, aber stell dir vor, du wärst gerannt in dem Moment irgendwo hin. Oh, ich sehe ihn. Was war das denn? Also, ich stehe da einfach, ich hau ihn, eine Sekunde später fliegt er weg und explodiert. Oh. Also, dieser Server ist wirklich eine Wucht. Es ist ein Singleplayer. Wenn es ein Server wäre, dann wäre es ja ein Projekt. Stimmt, das ist wahrscheinlich ist der Server ist das überlastet, weil zwei Leute hier sind. Wir haben ein Paradoxon geschaffen. Ja, grünes Zeug. Oh. Viel grünes Zeug und blaues Zeug. Aber dunkelblaues, also nicht das hellblaue. Ich werde gekratzt. Ja, so an der Seite von meinem Stuhl kam gerade etwas und hat mich ganz sanft am Ellbogen gekratzt. Dann soll ich wieder kommen mit der Lava, ja, ne? Das wäre mir jetzt nicht so recht. Das fände ich jetzt sogar ganz, ganz schlimm. Ich kann mir gleich zweimal Dia-Rüstung machen. Hast du mehr als ich gefunden? Wie viel hast du denn? Ich kann mir jetzt noch so schnell noch nicht, aber 10 bräuchte ich noch. So viel habe ich ungefähr. Ja. Zombie? Und du bewegst dich auch so ein bisschen ruckelig. Du dich nicht. Also alles in allem doch, ist... irgendwie schon. Oder ist es mein Internet? Du bist gerade voll durch die Spitzhacke gelaufen, es ist nichts passiert. Und im PvP wäre das natürlich praktisch, wenn man so laggt. Achso, da schon, warum wird das dunkel? Ich habe die Fackel aus der Hand genommen. Ach, was ein Wunder. Es war unvorhersehbar. Ja. Manchmal. Und die Höhle ist echt groß. Danke. Bitte. Ist das zu viel? Oh. Es ist zufällig Obsidian. Ja. Weißt du was? Baust dich jetzt aus. Was? Ist sie verlaufen? Muss ich schon wieder sterben?
Ja. Hast du das? Ich wollte doch in diesem Let's Play nicht sterben. Ich könnte natürlich auch alles verheimlichen. Ich könnte einfach weitere Einzelfolgen produzieren und die Server-Session hier einfach verheimlichen. Weil Wäre sehr sinnvoll. Weil wir hier die der. ganze Zeit sterben und so. Sterben. Das ist ja geil. Sterben ist schon eine tolle Sache. Was ist, wenn ich jetzt hier einen Eimer Wasser hinmache? Was ist, wenn ich da jetzt einen Eimer Lava hinmache? Mach doch. Dann ist er weg, ne? Ja. Machst du nicht nochmal. Daneben. Daneben. Es ist vielleicht auch so extrem, dass ich das nicht. Egal. 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 Muss man mal irgendwie in einem Varro-Projekt schaffen, einfach immer daneben machen, bis man dann irgendwann stirbt nach 20 Sekunden. Der Gegner, der die Lava dann gesetzt hat, der steht nur daneben und guckt. Weißt du, was ich dazu sage? Warte mal, ich muss hier weg, ne? Also dann, Ah. bis zum nächsten Mal. Hier ist schon wieder Schluss. Wir haben schon wieder 2 Minuten überzogen, aber egal. Also bis Wie dann. lang sind die Folgen eigentlich? Egal, tschüss. Boah, leck der.